In der Anästhesieabteilung des Herzzentrum La wird neben der üblichen Intubationsmethode die Intubation mit dem Trachleitsystem als zweite kreislaufschonende Routinemethode eingesetzt. Diese transilluminationsgestützte Intubation hat sich besonders bei unerwartet schwierigen Intubationen bewährt und durchgesetzt. Die Intubationshilfe besteht aus einem wiederverwendbaren Handgriff und dem einzeln lieferbaren Führungsstab. Hier sind beide Teile zum Einsatz vorbereitet. Nach dem Zusammenbau sitzt der Tubus auf dem Mandrin. Wesentlich für die Anwendung ist die sichere, das heißt verbindungssteife Verbindung des Mandrin und des Tubus mit dem Handgriff. Hierzu müssen die grüne Klemme geschlossen und der innenliegende Metalldraht sicher arretiert sein. Für die optimale Lage der lichtgebenden Mandrinspitze hat sich der Anschnittbereich des Tubus, also knapp unterhalb der Tubusspitze, herausgestellt. Die Aufmerksamkeit des Anästhesisten ist auf die Lagerung des Kopfes und auf die Kehlkopfregion konzentriert. Die Monitorüberwachung zeigt die Kreislaufparameter zu Beginn der Narkoseinduktion. Der relaxierte Patient lässt sich problemlos mit der Maske beatmen. Das distale Ende wird jetzt in die notwendige Biegung gebracht, die in Form einer Hockeyschlägerkrümmung möglichst an die zu erwartende anatomische Lage angepasst sein muss. Dann platziert der Narkosearzt den Tubus mittels Trachleit. Der Vorgang läuft innerhalb weniger Sekunden ab und wird deshalb später noch einmal in Zeitlupe gezeigt. Unter der Zunge vorbei gleitet die Spitze zur Orientierung in den linken Rezessus piriformis. Nach kurzem Zurückziehen und Einschwenken in die mediane Ebene gleitet der Tubus völlig atraumatisch durch die Stimmbandebene in die Trachea. Die Transillumination zeigt die korrekte Lage des Systems an. Nach Retraktion des Führungsdrahtes und Lösen der grünen Klemme wird die Intubationshilfe entfernt. Dabei zeigt die typische Lichtspur in medianer Linie noch einmal die korrekte Lage an. Die sorgfältige Auskultation einschließlich korrekter Thoraxexkursion sowie die entidale Kohlendioxidanzeige bestätigen die Intubation der Trachea. Eine äußerst sorgfältige Überprüfung der Tubuslage ist selbstverständlich, weil ja auf das sichere Zeichen der direkten Laryngoskopie verzichtet wird. Schon nach einigen Anwendungen bekommt man eine geübte Hand und es stellt sich ein Gefühl für die richtige Stimmbandpassage ein. Der Druck ist als Folge der Narkoseinduktion leicht abgefallen. Bei unserem Patienten steht die Kreislaufstabilität hinsichtlich Narkoseeinleitung absolut im Vordergrund. Um den Verlauf zu zeigen, schauen wir auf den Trend. Im abgedunkelten Raum zeigen wir noch einmal die Eckpunkte der Trachleitintubation. Der Kopf steht in gerader Position zum Thorax. Um den Tubus einzuführen, wird die Zunge entsprechend manipuliert. Eventuell hilft auch das Anheben des Unterkiefers, um die Zunge etwas von der Rachenhinterwand freizubekommen. Der Lichtpunkt zeigt, dass sich die Spitze des Tubus hier im Rezessus piriformis sinister befindet. Dies ist zunächst kurz eine Fehllage des Tubus, hilft aber zur Orientierung. Jetzt ist der Lichtschein an der richtigen Stelle, das heißt subglottisch bzw. intratracheal. Durch das sichere Festhalten bleibt der Tubus in der korrekten Lage, während durch den Weg der Lichtspur beim Entfernen der Intubationshilfe angezeigt wird, dass der Tubus richtig gelegt wurde. Im Herzzentrum La hat sich die Trachleitintubation gerade bei unerwartet schwierigen Intubationen schon bei vielen Patienten als quick, safe and simple bewährt.